Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Tja Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wenn ihr euch unterhalten wollt mit mir hier heute Nacht, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, das ist der Udo und der ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Udo. Ich wollte heute mal bei dir sagen, wie ich zum Masochisten geworden bin. Mhm. Dann sag es. Ja, es liegt in meiner Kindheit zurück. Ja. Das war so, dass ich durch die Krankheit meines Vaters leider geschlagen worden bin, weil er war Alkoholiker. Mhm. Und ich dann halt mir irgendwann mal gesagt habe, ja, die Schläge, die ich jetzt da empfange, die muss ich irgendwie einordnen und die können mich gar nicht mehr treffen. Und habe dann voll abgeschaltet und habe dann versucht und habe dann auch damit gemerkt, dass ich da immer am besten entgegenhalten konnte eigentlich. Und dann irgendwann mal habe ich gemerkt, dass das also für andere auch imponierend ist, was ich eigentlich so einstecken konnte. Mhm. Und habe mich dann, mehr oder weniger immer darauf eingelassen, dass bei mir halt Leute drauf rumsteigen dürfen und Was Leute? Drauf rumstehen, auf mich, auf meinem Bauch draufstehen und so. Dass Leute auf dir rumstehen? Ja, klar. Das ist also, weil so fing es damals irgendwann an. Sogar. Wir können ja gleich nochmal einen Blick in die Vergangenheit bei dir werfen. Sag doch erstmal, auf was du heute stehst. Wie sieht dein Masochismus aus? Ich liebe die maskuline Macht, wenn man so sieht. Mhm. Für mich ist der sexuelle Hintergrund gänzlich also uninteressant, also dass da ein Akt der Nacht stattfinden muss. Das ist so. Jetzt noch alles theoretisch. Sag doch mal ganz praktisch, was man mit dir machen muss, damit es dir gefällt. Also wenn bei mir einer draufsteht und dann so ein bisschen wippt oder und dann wieder runter geht und das ein paar, wir sagen mal, in Steigerung ein paar hundertmal macht oder so, das ist dann, und sich dann praktisch selber reinsteigert und das Gefühl ich dann so mitbekomme, das ist dann, Moment, wir wollen uns das vorstellen. Du liegst irgendwo auf der Erde. Ja. Und du stehst darauf, wenn jemand auf dir steht. Ja, auf dem Bauch, ja. Auf dem Bauch. Du liegst also auf dem Rücken auf der Erde. Ja, klar. Und dann trampeln Menschen auf dir herum. Auf dem genau. Bauch. Die steigen auf deinen Bauch drauf. Ja, klar. Was man ja schon gar nicht glaubt ist im Moment, dass der Körper das so aushält. Also ich halte es schon sehr gut aus. Und es müssen bei dir, ist es egal, ob da Frauen oder Männer sind? Nein, Männer müssen es sein. Es müssen Männer also, sein. Ich mag die maskuline Macht. Du bist schwul. Ich bin schwul. Du bist schwul. Ja, also, so, also, also ohne Sexleben seit 17 Jahren ungefähr. Schwul ohne Sexleben? Ja, also... Das heißt, du hast gar keine Sexualität im klassischen Sinne? Ich habe Sexualität ausgelebt zwischen meinem 13. und 18. Lebensjahr der Homosexualität und war... Hab was gesucht, was ich nicht mehr gefunden habe, was ich verloren habe. Mhm. Und dann lass uns mal, damit wir das richtig kapieren, du hast seit so vielen Jahren keinen klassischen Sex mehr gehabt. Kein klassischen Aber Sex mehr du gehabt. Stehst darauf, wenn Männer auf dir herum trampeln. Ja, und da habe ich dann erst einmal gemerkt, dass es bei mir nicht einmal mehr das Sexuelle ist, was da mitspielen könnte, weil ich habe gedacht, vielleicht... Also das bedeutet, dass das dich sexuell überhaupt nicht erregt, wenn jemand auf dir herumtrampelt? Es erregt mich in dem Sinne, fasziniert mich und erregt mich, wenn ich merke, dass derjenige sich hereinsteigert in die ganze Sache, um die Macht auszuleben. Aber das endet nie in einem sexuellen Akt zwischen dir und dem Mann. Ist es immer ein Mann, der auf dich raufsteigt? Es sind viele. Also in meinem Bekanntenkreis wissen Bescheid darüber. Nee, ich meine, wenn es dann dazu kommt, ist es dann einer oder sind da zwei? Kann einer sein, kann zwei sein. Es waren auch schon fünf, sechs, sieben dabei. Es ist also nicht gebunden an irgendeine Zahl. Mhm. Wie lange dauert dann so eine Betretungs-Session? Ja, also wir haben schon mal so Freundesabende gehabt und da ging es halt schon mal ein paar Stunden. Ein paar Stunden trampeln Männer auf dir herum. Ja.
Liegst du dann da nackt auf der Erde? Nein, angezogen. Angezogen. Und du empfindest da keine, du empfindest auch Schmerzen dabei? Ich empfinde da den Druck und alles, das ist ja wirklich da. Also ich kann jetzt sagen, dass ich nicht verletzlich bin oder so. Aber diesen Druck, den ich kann das unheimlich mental einschätzen, was auf aber es ist noch nie, es ist noch nie eine Verletzung daraus erwachsen. Nein, noch nie eine Verletzung. Doch eine vor vielen Jahren mal da bin ich abgerutscht und dann habe ich einen Rippen geprellt. Also nur durch die Abrutschung, nicht durch das darauf Nein, rumtrampeln. Nicht durch das. Jetzt stelle ich mir das so, das ist ja doch eine sehr bizarre Situation. Du lädst dir Männer nach Hause ein oder einen Mann oder zwei? Nee, das ist also nicht nach Hause, es geht auch, es ist nicht ortsgebunden. Okay, also war nur ein Beispiel. Also irgendwo und das passiert dann und das dauert eine Weile, ein bisschen länger, mal kürzer. Ja. Und was was passiert dann? Dann gehen die wieder nach Hause, die Männer, oder? Ja, klar, also verabschieden sich irgendwann mal, wenn die Party vorbei ist. Und dann geht man. Trampeln denn diese Männer nackt auf dir rum? Nein. Die sind nackt. Die sind auch angezogen. Die sind auch angezogen. Ganz normal, wie sie rumlaufen. Aha. Und wenn die das dann machen, du sagst, dass es dann schon zu einer gewissen Erregung gibt, wenn du merkst, dass... Ja, natürlich eine Faszination, eine unheimliche Faszination, Ich muss dich unterbrechen, weil ich das nicht verstehe sonst. Ist die Faszination verbunden damit, mit einer körperlichen Erregung auch? Nein, im direkten Fall nie. Mhm. Ist das egal, was für Männer da auf dir rumtrampeln, wie die aussehen oder wie die gebaut sind? Es gibt zum Beispiel, wenn jetzt, natürlich könnte ich jetzt irgendwo hingehen, einer, wo ich weiß, der prügelt sowieso immer nur drauf und legt mich dahin, das bringt mir gar nichts. Mhm. Es müssen schon welche sein, die die Macht spüren lernen und auch die Macht versuchen zu... die Grenzen für sich selber auch zu finden. Okay, das ist ja sehr theoretisch. Aber das ist dir egal, wie der Mann aussieht, wie alt er ist oder so? Es ist also altersnicht abhängig und auch nicht das Aussehen und aus Gewicht ist nicht abhängig. wenn da so ein 150 Kilo Mann... Also zu viert auf einmal drauf gestanden und so, das ging auch schon. Zu viert? Auf dir drauf? Ja, mit einem Fuß so verteilt und das habe ich dann... Das ist unglaublich, dass man das so aushält, dass die Därme... Das hält man schon aus, wenn man dann also wirklich, wenn man weiß, was auf einen zukommt, kann man sich so mental drauf einstellen, dass Wahnsinn. Man die wenigste Kraft aufwendet, um das abzuwenden, sondern es ist nur die effektive Kraft, dass nichts passieren kann. Wie kommst du denn überhaupt an diese Kontakte, an diese Männer, die das dann mit dir machen? Freundeskreis halt. Es ist halt so... Früher habe ich immer manipuliert und habe es auch mal unter eine Wette laufen lassen. Habe dann gesagt, ja, ich habe erst mal da das einstecken müssen und so und habe das erklärt, was da passiert ist. Und habe dann so beiläufig auch mal so ein bisschen manipuliert, da würdest du auch so cool sein und so. Und da kriegt man meistens, die meisten Heteros, sage ich jetzt mal so, das sind meistens Heteros, wo bei mir draufstehen. Ach, das wird ja immer doller. Das sind auch noch heterosexuelle Männer. Ja, alle, also zu 99%. Um Gottes Willen, was hat denn ein heterosexueller Mann davon, dir auf dem Bauch herumzutrampeln? Wirklich die Macht, die er dabei spürt, einen anderen Menschen demütigen zu können und auch seinen Fuß draus zu lassen. Und das ist eine, weil die Macht, die ich denen ja vermeintlich ja ich gebe, wenn ich das zulasse, ist natürlich ist auch ein bisschen hintergründig. Ja. Aber also ich habe jetzt den Vorgang und das Phänomen habe ich jetzt, glaube ich, verstanden. Ja, und das ist... Jetzt frage ich dich natürlich, jetzt hast du so lange keine klassische, normale Sexualität mehr gehabt. Ja, ich gehe auch mal davon aus, dass du auch seit ewigen Zeiten keine Partnerschaften mehr hast, oder? Schon lange nicht mehr. Fühlst du dich denn in dieser Sexualität, das kann man ja eigentlich gar nicht Sexualität nennen. Nein, das ist ja... In dieser Leidenschaft, fühlst du dich darin wohl oder ist es für dich auch ein Ding... Es ist fasziniert mich, es bindet mich und es füllt mich irgendwie. Es nimmt also einen guten Stellenwert in meinem Leben ein. Aber es kommt nie so die Sehnsucht, das Gefühl der Einsamkeit und die Sehnsucht nach Nähe, nach Zärtlichkeit, nach Liebe, das kennst du gar nicht. Doch, also Einsamkeit natürlich, aus dem einfachen Grund, weil so ein Gefühl zwar vehement den ganzen Geist beflügeln kann, aber nicht die freundschaftliche oder die körperliche Nähe eines Menschen ersetzen kann in vollem Ganzen. Ja, deshalb frage ich ja. Und deswegen ist bei mir halt die Effektivität darin, dass ich meine Freunde oder mein Freundeskreis voll und ganz also darin aufgehe und Freundschaften pflege. Also das läuft dann über die Nähe, läuft dann über die Freundschaften, die du hast.
Hast du denn die Sehnsucht oder die Hoffnung, irgendwann auch nochmal eine Liebe zu leben mit einem... Eine Liebe, nein. Das nein. nicht, das hast du abgeschlossen. Damit habe ich abgeschlossen. Ich habe Klingt auch, ja eigentlich auch traurig, ne? Mit 35 zu sagen, ich habe abgeschlossen, eine Liebe zu suchen. Ja, oder? Es ist aber auch so, soweit ich bin schlichtweg nicht beziehungsfähig. Mhm. Das ist also, das lässt sich auch ganz schlecht vereinbaren. Also ich ziehe ein Resümee, dass du dich... Ich frage, ob ich richtig zusammenfasse, ja? Dass du dich in dieser Art des Lebens oder mit dieser Art des Lebens und der Sexualität arrangiert hast. Kann man das ja. so sagen? Kann man ja, sagen. Ich habe praktisch, ich führe für mich ein Zölibat, das mich dann aber trotzdem erfüllt. Also, auch wieder nicht zur Nachahmung empfohlen, ist so dein ganz spezielles, individuelles Ding, was du uns erzählt hast. Ja, das ist mein ganz individuelles Ding und das, ich wollte eigentlich bloß sagen, dass man auch die Gefühle rein der Macht wegen, die man spürt oder die bekommt oder gibt, dass man die, dass man da auch sehr intensiv drin leben kann. Ich danke für deinen Anruf und ich wünsche dir, dass du so, wenn es auch sehr befremdlich für mich klingt und aber nicht nachvollziehbar... Aber es ist auch sehr gefährlich, wenn man Freundschaften damit belasten kann. Es ist auch, und da muss man ganz arg aufpassen und dadurch habe ich auch meinen besten Freund verloren, weil ich... Ja, darauf wollte ich eigentlich vorhin auch hinaus. Mhm. Also wie auch immer, ich wünsche dir, dass du gut lebst damit oder dass du es vielleicht auch irgendwann wieder verlierst. Ja, okay. Alles Gute. Ich danke dir und ich muss dir sagen, du hast eine super Sendung und es ist immer interessant, wenn man mal reinhört. Danke, Udo. Auf Wiederhören. Also, ciao. Männer trampeln auf einen Mann herum. 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Andi ist jetzt dran. Und Andi ist 7, oder Andy, 37. Wie magst du? Andi. Also, ja, schönen guten Morgen. Also nicht Englisch. Nein, nicht Englisch. Schönen guten Morgen und noch nachträglich herzlichen Glückwunsch zur 1000. Sehr nett von dir, vielen Dank. Ich hätte dir auch gerne ein paar Fragen gestellt, aber leider bin ich nicht mehr dran gekommen, aber das ist halt nicht mein Thema. Ja. Und zwar geht es um Folgendes. Du hattest gestern einen Anrufer, ziemlich gegen Ende war das, glaube ich, wegen der Adoption. Ja, genau. So, und ich habe das getan, den Schritt. Vor einem Jahr, ich habe meine Tochter zur Adoption freigegeben. Also das Problem wurde gestern hat auch, es war ein Vater, der getrennt lebt von der ehemaligen Frau und jetzt ging es darum, dass der Stiefvater das Kind adoptieren wollte. So war es bei dir auch. Und genau so ist es bei mir. Also meine Ex-Frau ist wieder verheiratet und der neue Mann hat jetzt meine Tochter. Wie alt ist deine Tochter? Die ist jetzt 13. 13 schon? Und jetzt ist die Adoption erst durchgeführt worden? Ja, man muss ja erst ein Jahr, also sie musste erst ein Jahr verheiratet sein. Eher wäre das nicht gegangen. Nur habe ich ja gestern, also in dem kleinen Zeitrahmen, in dem ich mit dem Anrufer reden konnte, gesagt, ich würde es nicht tun. Ich verstehe auch nicht, dass du das überhaupt erwägst. Warum hast du es getan, Andi? Ja, es ist halt so, ich habe das eigentlich getan, meiner Tochter zum Wohl, sagen wir es mal so. Inwiefern? Obwohl ich das eigentlich für mich persönlich bereue, immer noch bereue. Inwiefern deiner Tochter zum Wohle? Ja, ich muss da jetzt also mal kurz ein bisschen weiter ausholen. Es gab einige Jahre in meinem Leben, wo ich nicht gerade der Mustervater war, nach der Scheidung. Sagen wir mal so, ich war, also nachdem ich von meiner Frau geschieden war, nicht gerade das Musterexemplar an Vater. Also sag mal so, ich habe wenig Unterhalt gezahlt, weil ich auch kaum gearbeitet habe. Und dadurch eben, ich habe mich auch nicht gekümmert, so, also Also nicht nur nicht Kohle gezahlt, sondern auch nicht emotional dem Kind zur Seite gestanden. Dann habe ich das aber wieder eingerenkt gehabt, das war so 96, 97, habe ich auch wieder angefangen, eine Beziehung zu meiner Tochter aufzubauen, meine Tochter regelmäßig gesehen, obwohl es nicht immer einfach war, also es war halt so, ich durfte sie besuchen, einmal im Monat, für 2 Stunden, konnte dann auch mit ihr allein sein, konnte mit ihr rausgehen, was unternehmen und so, war alles gut und schön. Und dann hat meine Frau angefangen, so Ende 98 eben total abzublocken. So. Und ich habe dann einen Anwalt eingeschaltet, wollte mein Sorgerecht einklagen. Also abblocken heißt, dass sie wollte keinen Kontakt mehr zwischen dir und der Tochter. Ja, richtig. Und wie gesagt, meine Ex-Frau hat sich halt total quergestellt. Und auf Raten des Anwaltes bin ich dann diesen Schritt gegangen. Ich habe mich dann auch noch mit Familienmitgliedern beraten, von meiner Familie, mit meiner Schwester. Ach so, das ist gar nicht von deiner Frau und deren neuen Mann ausgegangen. Doch. Die hat darauf gedrängt. Also das war schon am Anfang im Gespräch, wo sie noch gar nicht wieder verheiratet war. Also ich merke schon, dass da viele, viele Schwierigkeiten und Probleme hinter euch liegen. Genau. Aber dennoch, warum hast du es für deine Tochter getan?
Ja, weil ich glaube, wenn ich jetzt den Sorgerechtsprozess angestrengt hätte, bin ich mir erstens mal nicht mal sicher, aufgrund meines Vorlebens, ob ich überhaupt eine Chance gehabt hätte. Also der Anwalt hat mir keine großen Chancen eingeräumt, das war das Erste. Und das Zweite ist eben, ich wollte halt, dass meine Tochter in geordneten Verhältnissen aufwächst. Weil aber sie ist jetzt auch ja nun in so einem Alter, wo sie alles mitkriegt. Ich verstehe, aber das Sorgerecht einzufordern und ein Kind zur Adoption freizugeben, das sind ja noch zwei ganz verschiedene Schuhe. Sie hätte ja dennoch, wie das in vielen tausend anderen Familien auch der Fall ist, in geordneten Verhältnissen aufwachsen können bei ihrem Stiefvater und dennoch ihren leiblichen Vater als leiblichen Vater behalten können. Ja, schon, aber meine Ex-Frau, wie gesagt, hat mir so viele Steine in den Knüppel in den Weg gelegt, das wäre wahnsinnig schwierig geworden. Dann muss ich noch dazu sagen, dass eben meine Tochter auch unwahrscheinlich unter dem Einfluss von der Mutter steht. Mhm. So, ne? Also die ist auch in negativer Hinsicht, was meine Person betrifft, beeinflusst worden. So. Das heißt, das Mädchen ist auch gefragt worden? Ja, sicherlich ist sie gefragt worden, aber ich selbst konnte mit ihr darüber gar nicht reden. Also ich hatte überhaupt keine Möglichkeit, sie zu sehen, geschweige mit ihr zu reden oder telefonieren, das ging gar nicht. Also meine Ex-Frau hat das Mädel total abgeschottet von mir und meiner restlichen Familie. Also klingt das ja schon so wie auch eine gezielte Intrige. Oder ja, was ist so gezielt, alles so. Wollte ich das eigentlich nicht ausdrücken, aber das so war es. Also es klingt nun alles andere als nach einem ordentlichen, fairen Miteinander umgehen. Nein, überhaupt nicht. Das war in dem gestrigen Fall, hörte sich das ja anders an. Irgendwie hört sich das wirklich so an, als wärst du dazu gezwungen worden. Ja, im Endeffekt, ja. Jetzt hast ich meine, gut, ich hätte Nein sagen können. Ich hätte sagen können, nein, dann wäre es halt weitergegangen. Ich hätte meine Tochter trotzdem nicht sehen können. Das wäre das Erste gewesen. Dann hätte ich den Prozess anstrengen müssen. Und das wollte ich eben mir und meiner Tochter alles ersparen. So, nun ist es passiert. Nun hast du eigentlich kein Kind mehr, obwohl du der leibliche Vater des Mädchen bist. Das heißt, du siehst sie jetzt natürlich auch nicht mehr. Nein, natürlich nicht. Und kannst auf den Tag hoffen, wo sie älter ist und von sich aus initiativ sagt, ich möchte eigentlich meinen leiblichen Vater kennenlernen. Darauf hoffe ich. Ich meine, sie kennt mich ja. Es ist ja nicht so, dass ich vollkommen Fremder für sie bin. So ist es ja nicht. Geht denn manchmal in dir doch ein sehr trauriges Gefühl ja, in? Besonders an Geburtstagen, an Weihnachten. Das sind halt so eine Tage, wo sonst ich muss da sagen, bin eigentlich ein Meister im Verdrängen. So. Wenn ich jetzt bei meinem Vater zu Besuch bin oder so, wird da drüber gesprochen. Mit meiner Schwester rede ich ab und zu. Weiß es ja nicht nur so, dass sie jetzt von mir, also dass sie jetzt mich nicht mehr sehen kann. Sie hat auch, meine Tochter hat auch einen sehr intensiven Kontakt zu meiner Schwester gehabt. So, ne? Ist auch alles abgehört. Und alles total abgebrochen. Und das Schlimmste an der, was heißt schlimm, das an der Sache war, nachdem ich das unterschrieben hatte, das Papier, ne, habe ich zwei Tage später oder drei Tage später war es, glaube ich, einen Brief bekommen von meiner Ex-Frau und da stand da halt noch drin, sie hat sich eben bedankt, dass ich das eben ermöglicht habe, dass jetzt meine Tochter in einer neuen Familie eben aufwachsen kann und bla bla bla. Und sie hatte dann noch eben den Wunsch geäußert, meine Ex-Frau, ich solle das doch meiner Familie eben beibringen, sprich meinem Vater beibringen, dass jetzt eben meine Tochter eben nicht mehr zu dieser Familie eben gehört. So, das war das Letzte, was ich gehört habe. Und also klingt nach einer eigentlich traurigen Geschichte. Ne? Ja, das ist auch sehr traurig. Ja. Dann hoffe ich für dich, dass deine Tochter in ein paar Jahren, wenn sie sich vielleicht auch ein bisschen selbstständig im Denken gemacht hat, wieder auf dich zukommt und ihr dann einen vielleicht wieder oder endlich guten Kontakt miteinander hegen und pflegen könnt. Das hoffe ich eigentlich auch. Ja. Alles Gute, Andi. Ja. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich die Sigrid. Und die Sigrid ist, wie alt ist sie? 47? 47, ja. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Ja, mein Thema ist ein bisschen heikel und zwar Organspende. Und zwar, mein Mann ist Kunstherzpatient seit dem 17. Februar diesen Jahres. Und er braucht ganz, ganz dringend ein Herz, ein Spenderherz, weil er sonst vielleicht keine 51 Jahre mehr alt wird. Also er ist erst 50 Jahre alt? Ja, der war am 7.8. erst 50 geworden. Da hatten wir schon gedacht, das schafft er nicht mehr. Beschreib doch mal... Ich kenne das nur so aus der Zeitung oder aus dem Fernsehen. Das ist doch sehr beschwerlich, glaube ich, ein Kunstherz zu haben. Wie sieht das Leben jetzt für deinen Mann aus? Oh, es ist sehr, sehr eingeschränkt. Er ist also auf meine Hilfe und auch auf die Hilfe der Kinder angewiesen. Also er ist zu Hause schon, ne? Ja, ja, mit dem Herz, Kunstherz, kann er zu Hause sein. Es gibt noch eins, da müssen die Patienten mit im Klinikum bleiben, das heißt in Bad Oeynhausen.
Und erzähl uns doch mal, wie das aussieht. Hat er Kabel aus dem Herz hängen? Genau. Aus dem rechten Unterbauch kommt ein Kabelanschluss raus. Mhm. Das Kunstherz an sich, das heißt TCI, wurde also in Amerika entwickelt. Mhm. Das ist im linken Bauch unter den Rippen. Mhm. Ach, das ist gar nicht da angebracht? Das ist, nein, da gehen bloß die Anschlüsse nach oben, einmal zur Aorta und einmal zur Arterie. Also der Raum, wo das Herz eigentlich ist, hatte er da sein altes Herz noch? Ja, der hat das komplette Herz da, bis auf das linke. Die linke Herzhälfte ist also fast tot. Mhm. Das heißt, sie kann sich auch nicht wieder reaktivieren, weil sie mussten eben unten die linke Herztasche rausschneiden oder Herzspitze, wie sich das nennt, um die Anschlüsse besser anbringen zu können, weil schon sehr viel abgestorben und auch zersetzt war. Ich dachte immer, wenn man ein Kunstherz hat, dass das Alte erstmal entnommen wird. Um Gottes Willen. Das nicht, das Alte ist noch da. Ja. Jetzt sagst du, jetzt kommen Kabel aus seinem Unterbauch heraus. Mhm. Wo führen die Kabel hin? Wenn er auf ist, führen die zu Akkus, das heißt zu zwei Batterien, wo er circa 4 bis 6 Stunden mitlaufen kann. Mhm. Wie groß sind denn diese Batterien? Wie kann man sich das vorstellen? Wie eine Aktentasche? Oder? Nee, um Gottes Willen. Vielleicht so groß wie vom Videorekorder so eine Kassette. Mhm. Ah ja. Ne? Mhm. Wiegen aber ungefähr 1,5 Kilo. Mhm. Und die muss er dann mit sich rumtragen? Ja, die hat er rechts und links, wir sagen mal Halfter dazu, wie so ein Colt unter den Armachsen. Mhm. Und naja, und die sind halt da, ich kann das so schlecht beschreiben, ja, aber man kann sich, bin ich sehr nervös. Ja, das macht nichts, aber ich glaube, man kann das schon sich ganz gut vorstellen. Mhm. Jetzt, wie groß ist das Kunstherz? So groß wie ein normales Herz ungefähr oder kleiner? Nein, das ist ungefähr das Ausmaß, ich vermute mal so 15 bis 20 Zentimeter breit. Ja, ja. Und circa vielleicht 7 bis 10 Zentimeter hoch. Mhm. Es wiegt aber, ich habe es nämlich auch gesehen, ungefähr 1,5 bis 2 Kilo. Doch, so schön. Ja, ist aus Titan. Mhm. Macht das auch Geräusche? Ja. Klackt ja, das denn? Durch die beiden Klappen für das Blut, was rein und raus geht, weil die mechanisch sind, gibt es immer dieses Klack-Klack-Geräusch. Wie geht denn das denn so im normalen Alltag? Oder wenn ihr im Bett liegt zusammen, dann hörst du das doch auch immer? Ja, ich höre das schon nicht mehr. Du hörst es gar nicht mehr. Das war für mich, wo ich ihn nach der Operation 24 Stunden später gesehen habe, das gehörte zu ihm. Mhm. Und das habe ich sofort akzeptiert, weil das war nur die einzigste Möglichkeit, dass er weiterleben konnte. Ja, und er hat es für sich auch akzeptiert, das Geklacker? Ja, mehr oder weniger. Mhm. Er ist sehr psychisch sehr runter. Mhm. Ich muss ihn also wirklich manchmal ganz schön wieder zur Raison holen, damit er wieder auf die Erde kommt. Kann er denn überhaupt so mal einen kleinen Spaziergang machen? Ja, wir machen zusammen einen Spaziergang. Mhm. Ich muss ihn aber auch immer mitnehmen, egal jetzt, was ich mache, weil ich ihn ja nun gar nicht alleine lassen darf. Mhm. Weil es kann passieren, dass irgendwie was aussetzt. Mhm. Dann kann nur ich ihm helfen, weil ich dafür geschult worden bin. Ach, du bist extra geschult worden? Ja, ja, ich musste in Bad Oeynhausen, wurde ich von dem Pflegepersonal da mit so einem Gerät eingearbeitet. Mhm. Das ist ja nun für dich als Ehefrau auch eine große Belastung, ne? Ach, das geht immer noch. Ich meine, solange, sage ich mal, ich weiß, er braucht mich und ich bin für ihn da. Mhm. Ich glaube, wenn der Punkt da ist, dass er mich nicht mehr brauchen würde, das heißt, wenn er ein Spenderherz hätte, dass dieser normale Alltag wieder beginnen könnte. Das war ja auch der Einstieg in das Gespräch gerade. Du hast gesagt, Organspende. Ja. Und ihr wartet dringend auf ein Spenderherz. Ja. Wie lange kann man denn überhaupt mit so einem Kunstherzen leben? Das kann uns kein Mensch sagen. Wir waren am Donnerstag letzte Woche. Und heute nochmal als Notfall im Bad Oeynhausen zur Kontrolluntersuchung, weil seit Mittwoch letzter Woche die Pulsfrequenz höher geht und auch der Blutfluss. Das sind also alles so Angaben, die ich auch an dem Computer ablesen kann, denn ich habe ja so eine Feststation ja auch zu Hause, wo er jetzt zum Beispiel beim Schlafen dran liegt. Und also im Klartext heißt das ja, das ist ein bisschen heikel und jeder Tag... Ja, das ist für uns ist jeder Tag wie für einen anderen ein ganzer Monat und vielleicht noch mehr. Genau, und wie sind denn jetzt die Chancen? Was haben die,
die entsprechenden Institutionen, wer das auch immer organisiert, euch denn in Aussicht stellt? Wann kann es denn passieren mit dem Spenderherz? Oh, wenn wir Glück haben, vielleicht 1,5 bis 2 Jahre. So lange noch? Ja, weil vorrangig sind die Patienten, die eine große Herzpumpe haben. Das heißt, das vom Prinzip her dasselbe wie mein Mann, bloß außenliegend. Mhm. Und die müssen ja auch in der Klinik bleiben, weil die mit dem großen Apparat nicht nach Hause können. Das heißt, da gibt es auch noch unterschiedliche Kriterien, dann zuerst ein Herz bekommt. Aber 1,5 bis 1,5 Jahre ist ja noch eine irre lange Zeit. Ja. Und du bangst um das Leben deines Mannes. Ja. Mhm. Auch wahrscheinlich auch um die Psyche, ne? Weil es eine enorme psychische Belastung ist. Ja, das ist also das Schlimmste. Und ich sag ja, also ich selber habe auch niemanden außer meine Eltern und vielleicht unsere Kinder. Ja. Bloß man mag ja auch nicht immer zu jemanden hinlaufen und bitten und fragen. Ich weiß, ich habe manchmal das Gefühl schon, dass das irgendwie blöd ist, wenn ich dauernd frage und sage, ich brauche mal jemanden, wo ich mit reden kann. Mhm. Weil es ja eh immer nur um dieses Thema dann geht. Natürlich, das ist ja nur auch euer Hauptthema. Ne? Ja, bloß ich habe ja auch nichts, wie ich das verarbeiten kann. Mhm. Ja, deshalb sagte ich ja gerade auch, dass es eine große Belastung für dich psychisch eben es auch ist. Es gibt auch hier sowas nicht, zum Beispiel so eine Gesprächsgruppe bei uns, weil es gibt zwar Herzkranke, aber sowas gibt es hier in weiter Umgebung nicht. Aber es ist doch auch sehr schwierig, weil du doch gar nicht irgendwo alleine hingehen kannst, oder? Na, ganz genau. Ja? Ich kann höchstens mal rausgehen, wenn der zweite Sohn, der noch bei uns wohnt, hier ist, oder meine Tochter, weil die ist sowieso im Roten Kreuz, die kennt sich also da auch mit aus schon ein bisschen. Dann kann ich mal für 1,5 Stunden ins Geschäft gehen und mal so ein bisschen, schlänzen, wie ich das dann so sage, und ein bisschen abschalten. Oder jetzt, wenn ich so deine Sendung sehe, das ist für mich die Zeit. Was für eine tolle Arbeit und tolle Leistung, die du erbringst hier. Ja, was? Ich meine, wirklich. Ich mache es gerne. Bloß, ich sag, mein Mann ist ja auch schwer behindert durch diese ganze Angelegenheit. Wir haben halt auch einen Antrag bei der Krankenkasse am Laufen auf Pflege. Geld. Mhm. Die anderen Patienten, die das gleiche Schicksal haben wie mein Mann, sind in Pflegestufe 2 eingebettet. Aber bei uns ist es abgelehnt. Das sind ja so Sachen, mit denen du dich dann auch noch rumärgern musst. Ne? Mit dem Sozialamt. Genau. Weil ich meine Arbeit ja alles aufgeben musste. Jetzt hast du gerade gesagt, das kann unter Umständen noch so lange dauern. Mhm. Meinst du denn, dass er so tapfer ist oder dass er es körperlich schafft so lange? Doch, ich helfe ihm ja schon dabei. Ich gebe ihm gar nicht erst die Möglichkeit, dass er so abschweift. Dieses, was du gerade erzählt oder jetzt erzählst, ist natürlich wieder mal ein wunderbares Beispiel, also wunderbar im Sinne von dem, was ich jetzt gleich sagen werde, Beispiel dafür, wie dringend nötig es ist, dass sich wirklich jeder so einen Spendeausweis Ich würde da auch ganz, ganz dringend raten, dass sich die Leute da wirklich mal zu entschließen könnten. Wie viele junge Menschen werden sterben, die das eigentlich, die bereit gewesen wären, das zu tun, und nur weil sie nachlässig waren, haben sich so ein Ding nicht gesucht. Ja. Und ich glaube, in Frankreich ist das so, dass jeder, der nicht ausdrücklich einen Zettel bei sich führt, nicht Organspender, der wird zur Organspende, ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll, also herangezogen. Eigentlich müsste es bei uns auch so sein. Ne? Ja, sage ich jetzt mal so ich glaube, es sind viele ethische Gründe noch. Natürlich, aber wenn man solche Schicksale hört, dann, mein Gott nochmal, wie gravierend man dein und das Leben deines Mannes verändern könnte, wenn ein Spenderherz gefunden würde. Ne? Wir hatten kurz bevor mein Mann krank wurde im letzten Jahr, da kam ja auch die große Sendung von Bad Oeynhausen über das erste Löwenherz, was das Nachfolgeherz ist von dem, was mein Mann bekommen hat. Und da hat mein Mann noch gesagt, schade, traurig, die Menschen, die auf den Tod eines Menschen warten müssen, um selber weiterleben zu können. Und er wusste nicht, dass er vielleicht irgendwann selber mal davon betroffen ist. Es ist natürlich traurig, aber wiederum. Aber andersrum ist es aber auch, ich sag jetzt mal, diese ganze Geschichte hat ein Gutes auch irgendwo. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen, wenn ich doof sagen kann. Ja, das kannst du sagen. Mein Mann hat das Rauchen aufgeben müssen aus diesem Grund. Ja. Er hat sehr, sehr stark geraucht und deswegen kann ich also auch nur dahingehend appellieren, Leute, lasst das Rauchen sein. Also lasst das Rauchen sein und schafft euch einen Organspender aus. Ich habe auch aufgehört und zwar von jetzt auf sofort zu rauchen. Ja, siehst du, also so haben alle schlimmen Dinge auch noch immer ihre guten Seiten. Ja. Ne? Das ist ja immerhin was. Also man muss doch auch das Positive noch in allem unbedingt
Unbedingt, gerade wenn man so stark belastet ist. Man darf nicht verzweifeln und Kopf in den Sand stecken, das geht nicht. Aber ich will dir sagen, du wirkst auch nicht verzweifelt und vor allen Dingen wirkst du nicht jammerig. Das finde ich ganz toll. Bleibt mir auch nichts anderes übrig. Du musst jetzt, einer muss den Kopf oben behalten. Ja, und nach der Worte, du musst jetzt da durch. Ne? Ja. Du hast gerade Entschuldigung. Nee, du hast gerade gesagt, dass du so wenig Möglichkeit hast, mit Leuten zu reden. Ja. Jetzt haben wir uns eine ganze Weile unterhalten. Dennoch würde ich dir gerne auch noch anbieten, dass du mit meinem Psychologen noch etwas redest. Da habt ihr noch etwas mehr Zeit, als wir jetzt hier in der Live-Sendung. Mhm. Möchtest du das gerne in Anspruch nehmen? Oh, wenn ich denn nicht irgendwie nerve? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, das ist ja vielleicht sein Job. Vielleicht kann er mir ja auch noch so ein paar Tipps geben. Ja, vielleicht, ja. Nein, du nervst ihn überhaupt nicht. Dafür ist er da und das ist ja auch sein Beruf, sich die Leute hier zu kümmern, die bei mir auch anrufen. Also, wenn ich noch mal was sagen darf, also ich finde die Sendung ganz toll, die du machst. Und vielen Dank. Ich finde das also auch super, wie du mit den Menschen umgehst. Ich bin rein theoretisch auch so ein ähnlicher Mensch wie du. Also ich habe auch unheimlich gerne mit Leuten zu tun, egal ob ich sie jetzt direkt vor mir sitzen habe oder nicht. Ich freue mich über das Kompliment von dir. Und also ich bewundere dich. Ja, ich bewundere dich, glaube ich, noch viel mehr. Jetzt wollen wir mal aufhören mit der Lobhudelei, was meine Person hier angeht. Ich glaube, was du da machst, da können wir alle einen Hut vorziehen. Liebe Sigrid, du versprichst mir, deinen Mann herzlich zu grüßen. Das mache ich auf alle Fälle. Ich wünsche ihm von mir vielleicht alles. Vielleicht noch einmal einen ganz großen Aufruf, dass du den Status für die Sache mit Organspende, dass wir das nochmal ganz ins Auge fassen. Ich glaube, das haben die Leute jetzt gut kapiert, bin ich ganz sicher. Alles, alles Liebe und alles Gute an deinen Mann und alles Liebe und alles Gute für dich auch, Sigrid. Ich danke ganz herzlich. Du legst auf. Ohr. Und du legst auf und der Peter, das ist mein Psychologe heute Nacht, der ruft dich gleich an. Alles klar. Alles Gute. Danke. Schöne Nacht noch. Dankeschön. Auf Wiederhören. 1:32:53 und jetzt machen wir unsere kleine Pause. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir kein festes Thema. Das bedeutet, dass ihr hier bei mir anrufen könnt, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Ich muss das sage ich euch, den Stammzuschauern und Stammzuhörern, ich muss das ja immer wieder so sagen, denn es kommen ja auch immer wieder neue Leute per Fernsehen und per Radio hier in unsere Sendung. Da muss ich das immer, das Reglement hier ein bisschen erklären. Also heute Nacht ist eine offene Show, eine offene Telefon-Talkshow. Da könnt ihr mich zu jedem Thema anrufen, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 567 8111 und die Faxnummer 0800 567 8110. Morgen übrigens haben wir ein festes Thema. Und morgen heißt unser Thema verwöhnte Kinder. Erzählt mir von euren kleinen oder auch großen Teufeln zu Hause. Verwöhnte Kinder, morgen Thema hier bei uns, bei Domian. Als nächstes begrüße ich herzlich den Sven. Und Sven ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo Sven. Mein Thema ist, ich schlag meine Freundin. Du schlägst deine Freundin? Ja, genau. Aha. Wie lange läuft das schon so? Boah, ich würde sagen so ungefähr ein halbes Jahr. Und warum? Boah, das kommt aus banalen Gründen eigentlich. So ganz alltägliche Streitigkeiten und dann kommt da raus, dass ich einfach mal zu lang, wenn mir irgendwas gegen Strich geht, sag ich mal. Wenn es dann überkommt es mich einfach und dann schlage ich auch zu. Wie lange bist du mit der Freundin schon zusammen? Seit anderthalb Jahren. Ja. Und wie sieht dieses Schlagen aus? Ist das eine Ohrfeige oder trittst du sie oder boxst du sie oder was machst du? Nö, das sind dann so Schläge ins Gesicht mit der flachen Hand jetzt. Nur natürlich jetzt ein bisschen heftiger, sag ich mal. Mhm. Jetzt Treten und Faust, das mache ich jetzt nicht. Aber die Schläge ins Gesicht sind dann doch schon ziemlich heftig. Mhm. Sag doch mal, ein einziges konkretes Beispiel, das dazu geführt hat. Das letzte zum Beispiel, das letzte Mal. Was war da vorgefallen? Boah, das letzte Mal. Das war auch wieder ein ganz normaler Grund. Das war eigentlich
gewesen, dass wir eingeladen waren auf eine Feier. Und da kam dann irgendein doofer Spruch von ihrer Seite, was eigentlich nur ganz neckig sein sollte. Und dann zu Hause habe ich dann den Ausraster dann gekriegt. Weil ich habe dann auch gesagt, von meinen Kollegen darf sie mich nicht blamieren, hat sie mich nicht zu blamieren. Was hat sie denn gesagt? Was hat sie denn vor den Kollegen gesagt? Ach, das sind dann so kleine Flachseleien einfach nur. Kannst du dich denn an die Formulierung erinnern noch? Nee, das kriege ich jetzt nicht mehr ganz zusammen. Also so geringfügig, dass du dich gar nicht mehr daran erinnern kannst? Ja, klar, sicher. Das sind ganz geringfügige Sachen einfach. Du hast dich einfach über sie geärgert, dass sie da vor deinen Kumpels was gesagt hat, was sie einfach so hätte nicht sagen sollen, deiner Auffassung nach. Ja, das ist zum Beispiel, das für sie ist das Spaß, für mich überkommt das mich dann. Und dann zu Hause habe ich natürlich hier einen kompletten Ausrast, dann kriegt sie, versteht es dann nicht. Und dann, wenn sie es nicht versteht, dann werde ich noch saurer und dann habt ihr eine gelangt gekriegt natürlich von mir. Wie reagiert sie denn darauf? Boah, am Anfang habe ich immer gesagt, es bessert sich. Nur mittlerweile ist natürlich jetzt, läuft nicht mehr ganz so toll, sag ich jetzt mal. Ne, meine Frage war, was sie dann tut. Wie reagiert sie darauf, wenn du das tust bei ihr, wenn du sie schlägst? Boah, wie reagiert sie? Meistens zieht sie sich zurück. So, jetzt frage ich dich, bevor wir uns weiter unterhalten, warum du hier anrufst und mir das erzählst. Ich sag mal, ich sehe das selber ein, dass das so nicht mehr weitergehen kann. Und wo man Hilfe kriegen könnte, was man machen kann dagegen. Also ich muss dir jetzt keinen Vortrag halten, wie bescheuert dein Verhalten ist und wie unter aller Sau dein Verhalten ist. Das muss ich, glaube ich, nicht großartig ausführen. Nee, das denke ich mal bei sich selber. Aber du bist ein Mann von, wenn auch ein junger Mann von 22 Jahren. Dir gelingt es nicht, selbst dich in den Griff zu kriegen? Nee, das überkommt dann einfach. Das sind dann spontane Ausraster, sag ich mal. Und in dem Moment, im Nachhinein, da sage ich auch immer, ach, das tut mir leid. Aber in dem Moment, da denke ich da nicht dran. Aber da du bist hole ich aus und dann ist das meine Genugtuung. Aber du bist nicht immer besoffen. Nicht unbedingt. Das ist gar kein... Alkohol ist da gar nicht im Spiel. Ist gar nicht im Spiel. Hast du dich denn bei deiner Freundin schon mal entschuldigt danach? Ich sag mal, das ist öfter vorgekommen, dass ich mich entschuldigt habe. Ich habe auch öfter gesagt, ich besser mich. Nur die erste Zeit hat sie natürlich auch gesagt, okay, mittlerweile nimmt sie es nicht mehr hin. Weil, also, es ist schon erstaunlich, dass deine Freundin immer noch bei dir ist. Eigentlich hätte es dir recht geschehen, oder würde es dir recht geschehen, wenn deine Freundin sofort alle Koffer packen würde und weg wäre. So reagiert man eigentlich auf Männer, die Frauen schlagen. Oder so sollten Frauen reagieren, die geschlagen werden von Männern. So. Ja gut, das sehe ich genauso. Ich sage ja selber, das, was ich da mache, ist nicht in Ordnung. Nein, das ist nur, du müsstest dich im Grund und Boden schämen, Sam. Aber ich sag mal, das ist immer dieser Moment, da denke ich einfach nicht drüber nach. Da hole ich einfach aus und dann ist das eben für mich, wie gesagt, die Genugtuung. Und im Nachhinein, da tut mir natürlich immer leid. Okay, das haben wir jetzt einige Male gehört von dir, aber das hilft ja nicht weiter, wenn es dir im Nachhinein wehtut oder leid tut, wenn du es immer wieder tust. Also muss irgendetwas geschehen. Du schaffst dich alleine nicht zu erziehen, offensichtlich? Nee, das denke ich auch. Eigentlich. Also brauchst du Hilfe. Ja. So. Und wie wir das anstellen am besten, wohin du gehst und mit wem du da arbeitest, das wirst du gleich mit meinem Psychologen besprechen. Boah, das habe ich nicht so ganz so gerne. Wieso das denn nicht? Na, also mit dem Psychologen wollte ich jetzt eigentlich nicht reden. Dann wollte ich eigentlich direkt zu den entsprechenden Stellen hingehen, sag ich jetzt. Ja, aber vielleicht kann dir mein Psychologe ja die entsprechende Stelle nennen, wo du hingehen sollst. Du kannst jetzt hier mit dem sowieso keine Therapie machen, sondern der soll dir nur sagen, wo du hingehst und wo in deiner Umgebung ein entsprechender Ansprechpartner ist. Ja, ich dachte eigentlich, da erfahre ich jetzt einfach mal so schnell. Wie? Weil ich auch so einen Psychologen, also, weiß nicht, das ist unbedingt nicht so ganz meine Wellenlänge, sag ich mal, so Psychologen. Was ist denn das für ein Schrott, was du gerade erzählst? Du rufst hier an und willst Hilfe haben. Ich kann hier nicht ausgestattet sein in der Sendung mit 300.000 Anschriften in ganz Deutschland. Dann biete dir an, dass du mit meinem Psychologen redest, der soll gar nicht in deiner Seele rumwühlen, sondern soll dir einfach nur ein paar für dich interessante Auskünfte geben. Und das willst du nicht? Ja, weil ich sag mal, ich hätte jetzt eigentlich eher gedacht, eventuell von dir ein paar Tipps, ob man da selbstständig was ändern kann. Nein, du Flasche kannst ja nichts ändern an dir, das höre ich ja. Wenn man das ein halbes Jahr nicht in den Griff bekommt alleine, schaffst du das offensichtlich nicht. Das heißt, du brauchst einen Fachmann an deiner Seite. Und ich biete dir an, vielleicht sogar dir einen Fachmann zu nennen. Wir bieten es dir an. Ich verstehe das überhaupt nicht, dass du da jetzt ein Ding rausmachst. Nee, ja, gut, ich sag mal, ich habe das nicht so ganz gerne als Psychologen. Darauf komme ich persönlich selber nicht so ganz klar. Ich sag mal, ich würde das Problem lieber gerne selber im Griff versuchen zu kriegen. Weil also, junger Mann, ich brauche dazu nicht andere Leute.
Ja gut, jetzt reden wir im Kreis. Gerade hast du zu mir gesagt, du schaffst es nicht alleine und du willst irgendwie eine Beratungsstelle aufsuchen oder so. Was willst du denn nun? Ja, also du meinst, das funktioniert ohne Beratungsstelle gar nicht. Ja, ich offensichtlich nicht. Wenn du seit einem halben Jahr deine Frau in dieser Art und Weise schlägst und du mir 10-mal sagst, ach, das kommt dann immer über mich und hinterher tut es mir wieder leid und du dich selbst nicht in den Griff kriegst, scheinst du es nicht alleine zu schaffen. Also muss jemand anders ran. Nee, also das würde ich nicht so ganz gerne ehrlich gesagt machen, dass ich einen dran lasse an mich, einen Psychologen, weil auch sowas finde ich nicht ganz so toll. Ich würde ehrlich gesagt ganz gerne selber im Griff versuchen zu kriegen. Und eigentlich darüber, deswegen rufe ich auch an, um da irgendwelche Tipps zu haben, wie man das am besten selber im Griff kriegt. Oder ob ich natürlich direkt sagen soll, ich trenne mich und versuche dann erstmal selber mit mir klarzukommen. Ja, also wenn du also dich weigerst, dich mit einem Fachmann zu beschäftigen, wegen deiner Veranlagung, du aber dennoch ein bisschen Verantwortungsbewusstsein hast, dann trenn dich von deiner Frau, von deiner Freundin. Also ist das wohl der einzige Tipp, den du mir jetzt geben könntest? Das wäre der einzige Tipp, den ich dir geben kann, wenn du es alleine nicht schaffst, ja. Und wenn du ja, jetzt gut. nicht mit meinem Psychologen reden möchtest, okay, ich kann dich nicht dazu zwingen, dann trenn dich um Gottes Willen so schnell wie möglich, damit diese arme Frau das nicht noch weiter aushalten muss. Mhm. Ja gut, alles klar, okay, dann sage ich mal Dankeschön. Okay. Christina ist 20 Jahre und jetzt bei mir in der Leitung. Hallo. Hallo. Hallo Christina. Hallo. Christina. Ja? Über was unterhalten wir beide uns denn? Über ein Problem. Sag bloß. Ich habe schon so oft versucht, dich anzurufen. Aber jetzt haben wir's. Ja, endlich. Jetzt habe ich dich und du hast mich. Und jetzt können ja. wir loslegen. Ich bin total froh. ja, okay, ich schieß mal los. Schieß du mal los. Ja. Also es geht um meinen Freund. Ja. Und ja, ich hatte vorhin auch schon darüber gesprochen und so. Da weiß ich gar nichts von. Nein, nein, ist auch okay, ich erzähl's dir ja nochmal. Es ist ein großes Problem und zwar mit meinem Freund war ich fast 4 Jahre zusammen. Oh. Ja. Also ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber es ist einfach so gekommen. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, Entschuldigung. Macht gar nichts. Also du warst ab deinem 16. Lebensjahr mit deinem Freund zusammen. Ja. 4 Jahre. So, und was ist, wo liegt also der? Also fast 4 Jahre, so ja. gesehen ab meinem 17. Es wären fast 4 Jahre geworden. Mhm. Wo liegt jetzt das Problem? Das Problem liegt darin, er hat eine neue Freundin. Mhm. Und ich wusste davon vorher nichts. Mhm. Er hat mich so gesehen angelogen. Also er hatte schon eine Freundin, während ihr noch zusammen wart? Ja, also so nach Vermutung her. Weil ich auch ziemlich eifersüchtig bin. Aber jetzt seid ihr getrennt voneinander? Jetzt sind wir gute Freunde. Gute Freunde. Und er hat die Freundin immer noch? Er hat die Freundin immer noch, ja. Dann müsste man ja eigentlich sagen, ist doch alles jetzt in Butter. Ihr seid gute Freunde. Wo liegt das Problem? Das Problem liegt darin, dass er immer noch Andeutungen macht mir gegenüber. Andeutungen? Ja, Andeutungen. Welcher Art? Ja, also... Er will mit dir ins Bett, oder was? Ja. Aha. Und ich weiß überhaupt nicht... Nimmst du es ernst, oder ist es eher ein Scherz? Was? Nimmst du es ernst, oder ist es eher ein Spaß von ihm? Also, ich weiß nicht, ob ich das ernst nehmen soll. Weil für mich war das, also ich habe gedacht, es ist für ihn so mehr so spaßmäßig und so. Also ich wollte das auch mehr so testen. Aber ja? Es sind nur Andeutungen. Er hat noch nie zu dir gesagt, komm Christina, oder ist direkt an dich rangegangen, hat dich geknutscht oder irgend sowas. Das nicht. Auch? Ja, schon. Also ich meine, nicht in ihrer Gegenwart. Also, ja, das wäre ja noch schöner, aber wenn ihr beiden alleine seid, dann schon. Wenn wir beiden alleine sind, ja. Das heißt, ihr habt auch schon geknutscht, ihr guten Freunde. Ja, klar. Ja, klar. Und auch schon, ist denn auch schon ein bisschen mehr noch passiert? Ja, klar. Ja, dann sag's doch mal. Ich dachte, es wären nur so vage Andeutungen gewesen. Nein. Habt ihr denn auch miteinander Sex schon gehabt? Ja, wir haben Sex gehabt. Christina, sag es mir doch. Ja, ich sag es dir doch. Jetzt weiß ich es endlich. Also das heißt, ihr seid getrennt, er hat eine neue Freundin. Ja, und er hat sie mit mir beschissen. Ja, und ihr tuchtelt auch noch rum. So, jetzt bist du denn auch noch interessiert nach wie vor an ihm, auch als vielleicht wieder feste Beziehung?
Ja, ich meine, ich genieße im Moment meine Freiheit, ne? Mhm. Und ich sag mal, Freiheit ist irgendwie ziemlich wichtig, ne? Ja, das ist schon wichtig, ja. Aber hättest du ihn denn gerne nach einer gewissen Freiheitskur wieder zurück, oder wie? Ja, nur ich brauche halt Zeit. Und das ist das, was der Typ überhaupt nicht schallt. Er versteht es einfach nicht, er checkt es einfach nicht. Ja, wieso? Setzt er dich denn unter Druck? Ja. Inwiefern? Das heißt, er sagt dann zu dir, ich will wieder ganz zu dir zurück, oder? Ja, genau. Ach so. Ich liebe dich und all diese Sachen. Ach so, das heißt, er hängt gar nicht so sehr an der anderen Frau. Er sagt zu mir, also er hat vorher zu mir gesagt, er liebt sie, mhm, und er will treu sein, mhm, und ja, und er wollte nie wieder was mit einer anderen anfangen. Mhm. Ja, und dann wollte ich das halt testen. Mhm. Ich meine, ich bin in der Situation, bin ich wie meine Mutter, mhm, bin ich so ein kleines Biest. Mhm. Und ja, dann habe ich halt getestet. Mhm. Ne? Und was kam denn dabei raus, was wir gerade gehört haben? Ja, ich meine, mit dem Reizen soll man nicht geizen, ne? Sag Christina, 20 Jahre alt. Ja, was machen wir denn jetzt, Christina, Mensch? Du willst deine Freiheit haben, du meinst das ja, dass das gut ist, ne? Ist ja auch gut manchmal. Ja, ich meine... Aber setzt sich auch unter Druck und irgendwie magst du ihn ja auch noch sehr gerne. Ja, schon. Und und wenn du jetzt sagen würdest, nee, pass auf, ist doch gegessen, ich will nicht, ich möchte meine Freiheit jetzt erstmal genießen und was dann wird, weiß ich noch nicht, kann ich jetzt keine Aussage drüber machen, finde dich damit ab, was wäre dann? Ja, ich glaube, dann sagt er zu mir, dann kannst du mich mal am... Mhm. Ne? So, dann frage ich dich erstmal ganz klar, was willst du, Christina? Oh. Ja, ich möchte irgendwie nicht so unter Druck gesetzt werden. Was ist das? Ich möchte einfach selbst entscheiden können. Mhm. Ich meine... So, und jetzt wirst du unter Druck gesetzt? Ja. So, und dann müsstest du gegenreagieren und sagen, okay, junger Mann, wenn du mich unter Druck setzt, wird unsere Kluft noch größer. Ja. Das musst du ihm sagen. Du musst sagen, er macht es noch viel schlimmer, wenn er dich unter Druck setzt. Ja, schon. Aber du bist natürlich ein kleines Biest, ne? Das habe ich schon gehört. Und du willst auch taktieren. Du willst ihn auch nicht ganz verschrecken wahrscheinlich, ne? Du willst ihn immer so ein bisschen alleine halten. Zuckerbrot und Peitsche, ne? Ja, schon. Ne? Aber ich sag mal, ich will ihm irgendwo vielleicht das heimzahlen, was er mir so angetan hat. Mhm, das auch noch. Ja. Rache ist kein guter Lebensbegleiter, Christina. Ja. Das ist alles nervig letztendlich und hält einen auf und belastet einen. Ich würde jetzt nicht in erster Linie darüber nachdenken, was du ihm heimzahlst, sondern in erster Linie darüber nachdenken, was du wirklich willst. Und daraufhin mich auch verhalten, dementsprechend mich auch verhalten. Sonst ist das alles Kindergartenquark, weißt du? Ja, ich denke sowieso schon weiter als er. Mhm. Wohin denkst du denn schon? Oh, ich denke schon ganz weit. Ganz weit? Wie, ja. Darf ich denn fragen, wie weit? Also, ich denke mir schon so, was weiß ich, so mit jemandem zusammenleben. Was? Ein Zusammenleben? Ein Zusammenleben, ja. Mit ihm? Ja, mit jemandem, der treu ist, ne? Ach so, also das ist mit irgendjemandem, ne? Also, das ist so meine Traumwelt, mhm, ne? Christina, lange Rede, kurzer Sinn. Du musst jetzt für dich eine Entscheidung fällen, was du mit diesem Mann eigentlich möchtest. Und das musst du dem ganz klar sagen. Wenn du sagst, eventuell wäre vielleicht noch was drin, aber im Moment muss ich erstmal ein bisschen Luft holen, dann musst du das akzeptieren. Und wenn er es nicht akzeptiert und ganz weg ist, dann musst du das wiederum akzeptieren. Also so ist es. Wenn er sagt halt, ich könnte ihn dann mal am... Das wäre dann auch okay, oder wie? Ja, das musst du dann halt hinnehmen. So ist es im Leben. Das muss ich dann hinnehmen. Das musst du dann hinnehmen. Oh. Oh, Christine, da hast du dich aber irgendwas reingeritten, ne? Ja, ich meine, es ist auch ziemlich schwer, sag ich mal, ne? Mhm. Aber ein bisschen bist du auch schuld dran, ne? Weil du, das kleine Biest ist ein bisschen schuld, ne? Ich sag mal, ich kann mich nicht ganz davon freisprechen. Jeder macht Fehler. Jeder, auch Christina. Auch ich, ja. Christina. Aber... Ich sag mal so, wenn das Ganze drumherum auch nicht stimmt, mhm, wenn er sich mit meiner Mutter nicht versteht, mhm, dann ist das alles irgendwo keine Basis, oder? Ja, das kann man so sehen, ja, natürlich. Ja. Und also, liebe Christina, ja? Du gehst in den nächsten Tagen richtig in dich und wirst dann eine klare Entscheidung fällen und alle Konsequenzen auch tragen, die positiven oder die negativen, okay? Okay. Okay.
Kann ich noch ein Autogramm haben? Liebe Christina, bitte am Tage diese Nummer hier anrufen. Am Tage? Am Tage, genau. Da sitzen nette Mitarbeiter und die schicken dir und euch die Autogramme. Okay? Ja. Alles Gute, Christina. Wiederhören. Okay. Tschüss. War schön, mit dir geredet zu haben. Ja, gebe ich zurück. Auf Wiederhören. Tschüss. Was lese ich hier? Noch eine Christina. Aber die ist schon ein klein bisschen älter. Die ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Hallo, Christina. Hier ist die Christina aus Stuttgart. Aus Stuttgart. Ich wollte nur mal allen Frauen Mut machen, auch im höheren Alter mal mit der Prostitution aufzuhören. Das hast du gemacht, schließlich ja, daraus. Ja, vor 2 Jahren. Du hast bis 38 als Prostituierte gearbeitet. Ja, richtig. Wie viele Jahre? Ich habe 20 Jahre gearbeitet. 20 Jahre? Ja, und das 20. ist eine lange Zeit. Verdammt lang. Wie hast du gearbeitet? In einem Haus, in einem ich Club? Ich habe mal in Hamburg in der Herbertstraße gearbeitet, in verschiedenen Clubs. Mhm. Dann in verschiedenen Städten war ich noch, ein bisschen so auf Tournee, kann man sagen. Mhm. Und nach 10 Jahren hatte ich mich dann von meinem Zuhälter gelöst. Mhm. Und dann habe ich ein paar Jahre auf eigene Rechnung gearbeitet. Mhm. Allerdings musste ich ein bisschen Ablöse zahlen, wie man so schön sagt. Mhm. Wie hoch ist so eine Ablöse? Es kommt drauf an, was man verdient als Frau. Ne? Mhm. Darf ich fragen, wie hoch deine Ablöse war? Ich habe 40.000 Mark zahlen müssen. 47.000 Mark? Ja. Mhm. Und dann habe ich ein paar Jahre das nachgeholt, was ich nachholen meinte zu müssen. Ein bisschen auf Reisen gegangen. Also privat dann? Ja, ja. Wo ich dann alleine war. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu sparen, habe ich gesagt, das ist nicht Sinn der Sache, irgendwann musst du mal den Absprung schaffen. Mhm. Und dann habe ich es vor 2 Jahren geschafft. Wann hast du angefangen zu sparen? Wie alt warst du da? Ich war 34. 34 und hast dann noch 4 Jahre gearbeitet, richtig? Ja, und richtig Gas gegeben teilweise. Richtig Gas gegeben. Und also in dem Jugendkult, in dem Jugendwahn, in dem wir nach wie vor leider Gottes immer noch leben, hat man denn als 34- bis 38-jährige Prostituierte noch gute Karten? Ja, doch, wenn man einen Haufen Stammgäste hat. Das schon, ja. Also wenn man im festen Haus arbeitet, wo Stammkundschaft ist, und viele legen Wert drauf, dass sie ein Mädel persönlich gut kennen, da wissen sie, was der einen erwartet und so. Und für mich war es auch immer ein bisschen angenehmer, wenn ich jemanden hatte, den ich kannte. Mhm. Da wusste ich, was mich erwartet, dass er irgendwie so ein Perverser war. Auf gut Verstehe, Deutsch. Ja. Und dann kommt irgendwann das für einen selber irgendwie so, jetzt ist Ende, jetzt willst du nicht mehr. Was war denn da der Punkt? Da ekelt man sich auch. Wollte ich gerade darauf hinaus. Was war der Punkt? Oder was war das für ein Gefühl? Welches Gefühl hat dich dazu bewogen zu sagen? Natürlich die Normalität am Leben ist irgendwie vorbeigegangen. Mhm. Hast du denn in den Jahren genug gespart, dass du dir jetzt eine neue Existenz hast aufbauen können? Ja, also jetzt nicht nur von dem Geld. Also das Geld, was ich gespart habe, das habe ich fast angelegt. Mhm. Und jetzt arbeite ich ganz normal. Als was? Und habe in der Buchbinderei. In der Buchbinderei? Ja, und habe meine 2.600 Mark netto. Was wahrscheinlich für dich wenig Geld ist, ne, oder? Ja, es ist relativ wenig, aber ich kann damit sehr gut leben. Mhm. Man kann jetzt nicht jeden Tag irgendwie großartig einkaufen gehen, das nicht. Also hast du jetzt 2.600 Mark netto. Mhm. Wie viel Geld hattest du früher so im Durchschnitt netto im Monat? Also wenn man vom normalen Durchschnitt ausging, hatte ich in der Woche 3.000 Mark. Netto? Ja. Das sind dann durch ein Batzen also Geld vom im Monat. Normalen Durchschnitt. Ja, ja. Wissen deine Kollegen jetzt, mit denen du arbeitest, was für eine Vergangenheit du hast? Na, gar nichts. Gar nichts. Und das muss auch nicht sein, dass das jemand erfährt. Und ich war froh, dass das alles so geklappt hat. Aber ich muss sagen, man braucht sehr viel Eigeninitiative. Mhm. Ich höre ja. Jede publische Zeitung durchgewälzt und immer gesucht und gesucht und habe angerufen und immer versucht. Also man soll nie aufgeben. Mhm. Als du aber diesen Job jetzt bekommen hast in der Buchbinderei, da musstest du den Vorgesetzten doch sagen, was du bisher gemacht hast. Nein, ich habe gesagt, ich war Hausfrau. Ach so, und das war dann okay. Und das hat denen gereicht. Und damit war ich ja erstmal glücklich. Mhm. Und dann habe ich immer nur gehofft, hoffentlich taucht da nicht jemand auf, der mich irgendwie wiedererkennt. Ja, klar, ne? Ich höre ja immer wieder auch von Leuten, die in dem Geschäft arbeiten, hier in der Sendung, die sagen, wir haben uns in all den Jahren an ein bestimmtes Luxusleben gewöhnt. Ja, aber man kann sich runterschrauben. Das ist dir nicht schwer gefallen? Nein. Du hattest keine Luxuswohnung, kein tolles Auto? Und Nein. Mhm. Also ich habe viel, viel Geld abgegeben und ich habe, wie gesagt, die letzten 4 Jahre gespart und davor 5 Jahre habe ich erstmal gut gelebt. Ich habe erstmal das nachgeholt, nachdem ich meinen Zuhälter los war, habe ich erstmal das nachgeholt, was für mich wichtig war. Ich habe Reisen gemacht und war überall und immer das Größte, das Beste vom Feinsten, nur um für mich eine gewisse Befriedigung zu haben. Wie und dann habe ich gesagt, es ist Stopp, jetzt reicht's. Ja.
Wie sah das denn in all den Jahren mit Partnerschaften aus, Christina? Hattest du einen Freund? Nein, ich hatte meinen Zuhälter. Den Zuhälter, ja. Ja, das ist eher eine geschäftliche Verbindung. Ja, aber trotzdem, man kann nichts Böses über ihn nachsagen. Mhm. Also er hat sich gut um mich gekümmert. Mhm. Wie sieht das jetzt aus? Du bist 2 Jahre jetzt aus diesem Job raus. Ja, aber ich habe vor 6 Jahren in diesem Milieu jemanden kennengelernt. Das ist auch sehr selten. Mhm. Und der wollte mit mir auch eine private Beziehung. Mhm. Und da habe ich gesagt, mal sehen, wie sich's entwickelt. Und es hat sich sehr gut entwickelt. Das heißt, du hast einen Partner auch jetzt? Ja, also den habe ich jetzt seit 6 Jahren. Also das ist auch wunderbar. Den hattest du auch schon, während du noch als Prostituierte gearbeitet hast. Ja. Mhm. Ja. Und er hat zu mir gehalten und hat gesagt, wenn du was machst, dann machst du es für dich, nicht für mich. Mhm. Also er hat mir nicht geholfen in dem Sinne, dass er mir was besorgt hat, irgendwie eine normale Arbeit, sondern er hat mich nur seelisch unterstützt und hat gesagt, wenn du es schaffen willst, schaffst du es auch. Mhm. Wenn man 20 Jahre als Prostituierte gearbeitet hat, kann man dann noch eine relativ normale Lust privat beim Sex empfinden? Doch. Das schon. Weil es 2 verschiedene Sachen sind. Mhm. Weil wenn du dich hinlegst für Geld, du schaltest total ab. Mhm. Weil du empfindest da gar nichts. Mhm. Da denkst du nur, wie kriege ich das nächste Geld raus? Mhm. Und wenn du mit Herz und Gefühl dabei bist, ist das ganz anders. Ist was ganz anderes, ja klar. Ja. Und ich bin immer noch demjenigen sehr dankbar, dass er mich seelisch so und moralisch so unterstützt hat. Das ist auch wichtig, dass man jemand an der Seite hat. Du hattest aber in der Zeit keinen Kontakt mit Ex-Huren, die ausgestiegen sind, die dich so ein bisschen beraten haben. Doch, ein Mädel, die hatte bei dir auch mal vor 3 oder 4 Jahren bei dir angerufen. Mhm. Die hat immer gesagt, dass es sehr schwer war und so, dass sie jetzt im Endeffekt nicht mehr viel mehr Geld hat, als was sie früher hatte. Mhm. Und die hat irgendwie ist umgestiegen auf Altenpflege. Mhm. Das hat sich so fast parallel überschnitten, wo ich mein Ding am Laufen hatte. Ich wollte das auch ein bisschen so machen, dass das keiner mitkriegt. Ne? Mhm. Wer weiß denn jetzt außer dir und deinem Partner überhaupt von deiner Vergangenheit? Gibt es noch Verwandte oder Freunde? Nee, Verwandte gar nicht, Eltern auch nicht. Mhm. Nur eben ein paar frühere Arbeitskolleginnen. Mhm. Und die freuen sich alle, die zu mir halten, die freuen sich alle, dass ich es geschafft habe. Ach, das gibt also noch Kontakt zum Milieu? Ja, ja. Zwei Mädels habe ich noch Kontakt. Ja? Gehst du auch schon mal so in die Szene, wo die arbeiten? Und nein, aber wir treffen uns mal in der Stadt und gehen mal frühstücken. So ganz normal dann? Wenn ich Spätschicht habe, gehen wir mal frühstücken. Und dann höre ich immer das Neueste vom Neuesten. Aber du hast keine Sehnsucht zurückzugehen? Nein. Gar nicht. Wenn man so, das ist ja doch ein großer Lebensabschnitt, 20 Jahre. Wie bewertest du diesen Lebensabschnitt für dich? Sehr erfahrungsreich. Mhm. Und einerseits sage ich mir, man hätte ein bisschen schlauer sein sollen mit 18. Mhm. Also nicht so auf dumme Sprüche reinfallen. Mhm. Und ich sage nur jedem Mädchen, tut es nicht. Mhm. Weil das ist nicht das Wahre. Also ich sage im Nachhinein, ich hätte ein bisschen mehr aus meinem Leben machen können. Mhm. Aber du bereust die Zeit auch eigentlich nicht? Nein, bereuen tue ich sie nicht. Mhm. Weil ich merke jetzt erstmal, also ich habe mich jetzt so gefreut, wo ich jetzt im normalen Leben in Anführungszeichen jetzt so teilhabe, was ich im ganzen Jahre versäumt habe. Was ist das Größte? Jetzt einkaufen gehen und mit Leuten irgendwie so im Supermarkt in der Schlange stehen und das hast du voll gar nicht gemacht. Gucken und mal einen Tratsch halten. Aber als Hure muss man da auch mal einkaufen gehen. Ja, sicher. Aber da steht man auch in der Schlange im Supermarkt. Ja, aber irgendwie, man schottet sich ab. Man schottet sich ab, ja. Ja. Wahrscheinlich, weil man sich auch immer ein bisschen auch geniert wahrscheinlich. Ja, ne? Ich weiß es nicht. Man ist entweder irgendwas Besseres oder man will mit keinem Kontakt haben oder näheren Kontakt und jetzt ist was ganz anderes. Mhm. Du hast es geschafft und du wolltest mit dem kleinen Gespräch vielleicht auch anderen Huren Mut machen. Ja, ich wollte anderen Mut machen. Man kann aussteigen. Nicht zu spät ist. Man kann... Wenn man will. Man kann aussteigen und man kann auch Tritt fassen und man muss vielleicht die Ansprüche ein bisschen unterschrauben, aber es ist auch nicht so dramatisch. Nein, aber man merkt erstmal dann, was man versäumt hat im Leben. Ich danke dir für den Anruf und alles Gute für die nächsten 20, 30, 40 Jahre. Oh, oder noch länger. Schönen Abend noch. Tschüss, Christina. Tschüss. Danke, ciao. In der Technik, Kerstin Klinger, unser Thema morgen, verwöhnte Kinder. Schönen gute Nacht, bis morgen.